Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial rund um den Football Manager von Sports Interactive. In dem heutigen Video und folgenden Videos möchte ich euch zeigen, wie man Screenshots, also quasi Bildschirmfotos im FM macht. Es geht auch darum, wie man Screenshots ganz allgemein macht und wie man natürlich diese Screenshots dann hier zum Beispiel im Meistertrainerforum oder in einem anderen Forum einbinden kann. Zum Beispiel kann man hier sehen, dass ich hier Screenshots gemacht habe und die einfach eingebunden habe, um eben euch irgendwas zu zeigen. Und wenn ihr natürlich eine Story oder sowas schreiben wollt und dann da Bilder verewigen wollt von einem Kader oder ähnlichem, dann müsst ihr natürlich diese Bilder, die ihr im FM seht, irgendwie an den Mann bringen. Und das werde ich euch nun in mehreren Tutorials zeigen. Teil 1 dieses Tutorials beschäftigt sich damit, wie man ein Foto machen kann. Und zwar könnt ihr einfach mal den FM starten. Und dann gehen wir da in die Einstellungen. Und dort bei den Tastaturbefehlen könnt ihr sehen, dass es da ein Kürzel gibt, nämlich ein Tastenkürzel für Screenshot speichern. Und das ist standardmäßig Alt und F9. Ja, und Alt und F9, das bezieht sich eben auf die Tastatur. Hier seht ihr jetzt meine Tastatur. Hier ist die Taste Alt. Und hier ist die Taste F9. Das heißt, man drückt dann einfach Alt und F9 zusammen und dann fertigt der FM einen Screenshot an, und zwar von dem Bild, wo wir jetzt gerade sind. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel von diesen Dings einen Screenshot machen will, dann drücke ich einfach Alt und F9 und dann legt er die im User-Verzeichnis im Unterordner Screenshots ab. Ja, da können wir gerade mal hin navigieren. Football Manager Screenshots. So, und da haben wir hier das Bild. Und da habe ich jetzt quasi einen Screenshot von den Einstellungen gemacht. Also in jedem Bereich, wo ihr dann FM euch aufhalten könnt, könnt ihr da ein Bild machen. Einfach mit diesem Tastenbefehl. Das ist die einfachste Möglichkeit, die es gibt. Eine zweite Möglichkeit wäre dann das Bildschirmfoto. Ja, das wäre direkt ein Foto vom kompletten Bildschirm. Man kann das auch mit einer Extra-Tastenkombination kann man auch nur von einem Fenster ein Foto machen. Und das funktioniert eben über die Drucktaste. Wo ist diese Drucktaste? Die ist, jetzt sehen wir nochmal meine Tastatur aufgeschnitten und ein bisschen bearbeitet. Hier oben in diesem Block ist die links die Drucktaste. Also ich habe eine englische Tastatur, bei mir heißt das hier Print Screen. Und deswegen, also entweder da steht meistens Druck oder Print Screen Taste, also eins von den beiden, und die, da drückt man einfach drauf und dann wird ein kompletter Bildschirmausschnitt abfotografiert quasi. So, das Problem ist jetzt, dass dieser Druck, den ihr da gemacht habt, dass dieser Druck erstmal in der Zwischenablage liegt. Also das heißt, das Bild wird nirgendwo schon gespeichert, sondern das müsst ihr erstmal aus der Zwischenablage einfügen. Und dazu öffnen wir ein Programm wie zum Beispiel Paint oder OpenView. Ich drücke jetzt hier auf meiner Tastatur einfach mal den Druck und füge das dann nachher ein. So, jetzt habe ich hier OpenView geöffnet und füge jetzt hier das ein, was ich gerade ausgedruckt habe. So, jetzt sehe ich also quasi meinen kompletten Laptop, meinen kompletten Desktop und kann den jetzt auch abspeichern. Ja, also ich füge das einfach über STRG und V ein. Das geht natürlich auch bei Paint so, man kann das natürlich auch so einfügen, also über die das Menü, aber ich mache das halt immer mit Tastaturbefehl, mit STRG und V geht halt schneller. So, jetzt ist das hier also gespeichert und jetzt kann ich das Bild, also es ist eingefügt in das Programm, jetzt kann ich das Bild speichern, weiß ich, und mir irgendeinen Namen dafür ausdenken, was auch immer. Ja, und das wäre so die erste Möglichkeit, und dann kann ich auch natürlich bestimmen, wo ich das Bild genau gespeichert haben will. Was wäre so die Möglichkeiten, wie man ein Bild speichert, und in einem weiteren Tutorial zeige ich euch dann, wie man die Bilder bearbeitet und wie man die Bilder hochlädt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.